The American Way of Drive, ein wahrer Mythos, dem wir heute auf den Grund gehen werden. Und zwar auf vier Rädern und auf zweien. Ich schwinge mich in den Sattel einer Harley Davidson Softail Deluxe, ein wahres Chromschätzchen. Und mein Kollege Markus, der hat ganz was anderes vor. Genau, Ralf. Vielleicht reichen dir zwei Räder, aber ich brauche vier Räder, und zwar vier angetriebene Räder. Deswegen habe ich mich für das absolute Urgestein, den Jeep Wrangler, entschieden. Bevor wir jetzt aber loslegen, zeigen wir Ihnen nochmal die Highlights der Jeep Palette im Überblick. Topmodell ist der Luxus-SUV Grand Cherokee. In der Mittelklasse ist Jeep seit jüngstem mit dem ungewöhnlich designten Cherokee vertreten. Eine Klasse darunter rangiert der kompakte Compass. Noch etwas kompakter ist der noch junge Renegade. Und das absolute Gelände-Urgestein schließlich heißt Jeep Wrangler. Damit bietet die seit 1941 bestehende Traditionsmarke aus den USA eine sehr vielseitige Modellpalette. Seit Herbst 2014 bringt der neue Jeep Renegade frischen Wind ins boomende Segment der Mini-SUV unter 4,30 Meter Länge und setzt Maßstäbe als Klassenbester in Sachen Geländetauglichkeit. Er vereint großstadtgerecht kompakte Außenmaße mit familienfreundlichem Komfort und ungewöhnlichen Offroad-Eigenschaften. In dieser Hinsicht der Gipfel, der schier unaufhaltsame Jeep Renegade Trailhawk. Das allgemein anerkannte Qualitätssiegel Trail Rated assistiert ihm die höchsten Offroad-Fähigkeiten seiner Klasse. Im Innenraum wechseln sich weiche und griffsympathische Formen und Oberflächen ab mit robusten und funktionalen Details. Farbliche Akzente sollen besonders junge Zielgruppen ansprechen. Mit 4,47 Meter Länge tummelt sich der Jeep Compass in der äußerst beliebten Klasse der größeren Kompakt-SUV. Also eine Stufe über dem Renegade. Mit markentypischen Erkennungsmerkmalen ist er individueller Rivale im harten Konkurrenzumfeld von Bestseller VW Tiguan und Co. Wahlweise gibt es den kompakten Compass mit Front- oder Allradantrieb. 1984 hat Jeep mit dem Cherokee das Segment der Mittelklasse-SUV erfunden. Gut 30 Jahre danach ist die nunmehr vierte Generation auf den ersten Blick als Jeep erkennbar. Nicht zuletzt wegen der markentypischen Front mit sieben Längsstreben im Kühlergrill, die an den Urvater Willys Jeep erinnern. Neben der sehr guten Offroad-Eigenschaften glänzt der Cherokee mit hoher Fahrdynamik auf Asphalt. Im Innenraum fallen hochwertiges Ambiente und moderne Technologien auf. Die ganze Bandbreite seiner Vielseitigkeit demonstriert vor allem der Geländespezialist Cherokee Trailhawk, den mit Geländeuntersetzung und Hinterachssperrdifferential so leicht nichts aufhält. Das Jeep-Flaggschiff heißt Grand Cherokee. Wie seine kleineren Markenbrüder hebt sich auch das Groß-SUV optisch und technisch ab von der Konkurrenz. Alle Modellvarianten haben eine 8-Stufen-Automatik an Bord, die für niedrigen Verbrauch bei verbesserten Fahrleistungen sorgen und erhöhten Schaltkomfort bieten soll. An seiner Front fallen serienmäßige Bixenon-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht auf. Der Kult-Jeep schlechthin heißt Wrangler. Es gibt den urigen Offroader in zweitüriger Kurz- und viertüriger Langversion Unlimited mit 53 cm längerem Radstand. Und genau den hat sich Markus ausgesucht, um dem Geheimnis des legendären American Way of Life auf vier Rädern auf den Grund zu gehen. Die seit mehr als 70 Jahren erfolgreiche Jeep-Formel interpretiert der Wrangler von heute nach aktuellen Standards, unter anderem mit ESP sowie moderner Komfort- und Sicherheitsausstattung. Kein Wunder also, dass der Jeep Wrangler nicht nur Markus den American Way of Life vermittelt, sondern ihn auch sichtlich verblüfft hat. Wenn ich an Jeep denke, dann denke ich an so Offroad-Monster wie den Wrangler hier. Und nach dem ersten Platz nehmen muss ich sagen, man sitzt ganz schön hoch. Gut, das ist jetzt nicht weiter verwunderlich, aber hier sitzt man wirklich nochmal eine Etage höher als bei den gängigen SUVs, die man so kennt. Und mir ist aufgefallen, heutzutage muss man wohl nicht mal mehr bei so einem Ungetüm auf eine Grundausstattung in Sachen Komfort verzichten. Wir haben hier nämlich eine Klimaautomatik, wir haben hier ein Navigationsgerät, ein gar nicht so schlechtes Radio und es ist nicht mal laut. Kurzum, der Wrangler geht wohl auch im Alltag. Doch nun zu den Zweirädern oder Bikes, wie die Amerikaner sagen. Die Harley-Davidson Softail Deluxe bietet neben dem erhabenen Fahrgefühl eine absolute Hingucker-Optik.
Vor allem mit dem knallblauen Flitterlack, den üppigen Chromteilen und den klassischen Weißwandreifen auf Chromspeichenrädern. Die knapp 21.000 Euro teure Softail ist ein Paradebeispiel für amerikanische Bikes. Sobald man auf ihr Platz genommen hat, übermannt den Fahrer ein total relaxtes Gefühl. Cruisen statt Rasen ist nicht nur eine Vorgabe der eingeschränkten Fahrdynamik, sondern das einzige Bedürfnis des Harley-Piloten. Nach solchen Eindrücken mit Jeep und Harley kann man dem American Way of Drive ja vielleicht tatsächlich auf den Grund gehen. Wir haben ihn gesucht, den American Way of Drive. Und ich war mit dem Jeep Wrangler unterwegs und muss wirklich sagen, man kommt nicht nur wie mit seinem Urahnen, den Willys Jeep von 1941, über jeden Stock und Stein. Nein, man kommt sogar auch komfortabel und entspannt an seinem Ziel an. Wie war es bei dir, Ralf? Entspannung ist bei mir das Stichwort. Wenn man mit der Harley-Davidson Softail Deluxe unterwegs ist, dann ist man wahrlich tiefenentspannt. Es ist eine chromblitzende Wellness-Oase auf Rädern. Und ich glaube, das ist auch im Grunde genommen der American Way of Drive bei den Motorrädern. Man hat die V2-Power von unten heraus, nie ein Problem, man muss nicht viel schalten. Man hört immer dieses Bollern, dieses Charakteristische. Und das macht's aus. Und das ist, glaube ich, auch unter dem Stichwort easy zu sehen. Easy Rider, nicht umsonst seit Ende der 60er das Stichwort. American Way of Drive ist einfach Entspannung pur.